Also hier sind wir. Nur kurz gucken, Autoplay. Okay, also wir starten hier und haben 18 Minuten. Darauf geachtet, dass meine Maus jetzt nicht im Bild ist. Drückt mir gar nichts. Eine typische VHS-Qualität. Nicht so laut, wir müssen 18 Minuten überleben in dem Spiel. Bin ja avisiert, was solche Spiele angeht. Bisher habe ich allerdings nichts gefunden, was mich schocken könnte. Ich bin da jetzt ein paar Sekunden drin. Die Sache ist, diese VHS-Qualität, die liefert natürlich, ne? Die liefern natürlich auch. Also als hier spielen in der Lohe. Okay. Ich versuche mal irgendwas zu drücken. Aber es ist ja eigentlich nichts. Warum nicht? Ist auch nicht zu sehen, also da 18 Minuten sollen wir locker schaffen. Sagt VS, diese VS-Klamotte kaschiert doch ordentlich. Ja, ist jetzt nichts Gruseliges zu sehen, es ist halt ein Wald. Ich sehe nichts, was mich beunruhigen sollte. Das ist ein Horrorspiel. Definitiv nicht. Da hinten leuchtet was. Mal wieder. Können wir mal kurz gucken gehen. Ich sehe, ja, wie gesagt, ich sehe nichts Erschreckendes. Ausgeflockert? Ne, das war da durch den Baum. Ich sehe da nichts. Ach. Hier ist so ein Getränkeautomat. Stehen bleiben bringt immer nichts. Wir müssen 18 Minuten überleben. Aber wie gesagt, hier ist einfach Wald. Schneller laufen oder so, das wäre noch für mich interessant, aber irgendwie. Nee, da passiert irgendwie nichts. Okay, das ist okay, es ist so gut. Man sieht hier aber auch beschissen. Man sieht hier aber auch echt beschissen. Aber wovor soll ich mich dann erschrecken? Ich laufe hier so entspannt lang. Also ich sehe hier ehrlich gesagt nicht viel. Üblichen Waldgeräusche. Was ist das für Geräusch? Sehen tue ich nichts, ich höre ein bisschen was. Ja, okay, ein paar Vögel. Der aus den paar Augen, ja. Leute. Ich laufe gerade einen Berg hier hoch, also irgendwie. Ich sehe hier nichts, was mich beunruhigen sollte. Außer diese weit entfernten Augen, die man sieht, die dann wieder verschwinden. Übrigens, diese Schwarzblenden
Das sind Ladebildschirme für die Map. Mal so, ich hatte mir das mal vorher durchgelesen. Ja, nu. Und? Ja, so ein Rentier. Laufe ich eigentlich zu langsam oder was ist das hier? Das sind so Sounds, okay, aber. Ja. Da kommt noch aber geflogen, okay. Wir gehen auch schön entspannt hier durch, weil wir verpassen ja nichts, ne? Weil ich glaube, ich bin zu blöd für die Renntaste oder so, aber. Vielleicht habe ich hier Geduckt-Taste gedrückt? Ne, habe ich nicht. Da hinten leuchtet Licht. Da müssen wir dann wahrscheinlich hin. Sollte ich mich jetzt erschrecken oder was war das? Keine Ahnung, ne. Er blinkt doch mal nicht, ich sehe das doch. Klar, ein Getränkeautomat. Ja und? Ja, ich verstehe den Sinn nicht. Brauche ich vielleicht einen neueren Rechner, damit ich hier schneller durch toasten kann, dass mir irgendwas gibt? Ach, jetzt können wir wenigstens laufen. Ach, komm mal. Was ein Wildschwein. Ja. Ja, ist das jetzt der Wald-Simulator oder was? Da hat ja eine Lampe geblinkt, das heißt, ich muss in die Richtung laufen. Also ich meine, in der Aufnahme sieht es wahrscheinlich nicht annähernd so gut aus, aber es sieht in 4K verdammt. Also es sieht echt in 4K sieht es gut aus. Beim Streaming ist bei mir immer mit meinem schwankenden Internet 720p okay. Aber ach Leute. Ja, so was trampeln und so, und dann über diese nicht bestehenden. Wer kommt denn da? Ach, die Frau aus dem Brunnen oder was? Okay. Steht da jemand? Okay. Ja. Soll es das jetzt gewesen sein? Ach, guck mal, das sieht aus, als wären hinten Flammen. Aber das ist auch, du hast auch hier mit Springen oder so. Springen, extra Rennen, nichts. Da ist einfach nichts. Das ist jetzt nur mal zwischendurch laut, aber
Das erschreckt mich nicht, das ist nur zwischendurch laut. Ich weiß nicht, wo das jetzt herkommt. Jetzt mal ernst, das ist zwischendurch. Guck mal, ich laufe und der läuft doch auch so langsam. Ich kann nicht sprinten, gar nichts, das ist einfach nur langsam. Klar ist Unreal Engine 5, ja klar, also im Stream sieht man das nicht an der Wand. Jetzt hier mit meinem 4K-Display und so sieht das gut aus, aber. Da ist ein Ast umgefallen. Ja. Jetzt hätte ich mich fast erschreckt, wenn du das nicht so angekündigt hättest mit dem. Und dann rauskommen. Und ich muss aufpassen, wie laut ich werde. Ich rede die ganze Zeit schon extra leise. Also letztendlich haben wir hier den. Ich laufe. Letztendlich haben wir hier den 4K. Ich laufe durch den Waldsimulator. Ich glaube, dass andere YouTuber, natürlich viele andere YouTuber, viel schockierenderen Moment haben. Was. Vielleicht liegt es auch an meinem Kartoffel-PC, aber letztendlich. Ich. Ah. Da ist wieder die Lady. Und? Kommt da noch was? Ja. Spinnen, die auf mich zulaufen. Oh Gott. Das sind noch 7 Minuten. Ich laufe hier rum. Das ist der Waldsimulator. Ich kriege die Krise. Ich habe den Sound hier nicht so leise. Ich höre, was auf mich zukommt. Das ist. Das ist einfach nichts. Das ist einfach nur, ich laufe durch den Wald und guck blöd. Ja, wie gesagt, beim Stream 7 wahrscheinlich, oh ja, ultra geil, Unreal Engine 5 und die Reflexion und wie war es denn noch? Jetzt fällt es mir nicht mal ein. Ich habe. Noch seit die, oh, und guck mal hier, wie sich alles bewegt und hier und da, und die ganze Pixeldichte und allem, ja. Selbst so, wo es geil aussieht, ist es so, dass ein Großteil der Pixeldichte kaputt geht, alleine durch diese VHS zu diesen CRT-Filter, den du hast und dieses, wenn man jetzt im Himmel guckt, dieses Rumgeflacke, was da durch hier drin ist. Ja, und hier, wenn du so guckst, ja, hier, guck mal, das wirkt ja realistischer mit diesen Kamera-Movements, aber. Das ist langweilig. Ich habe bei anderen Leuten dann gesehen, ich habe, wie gesagt, ich habe das Spiel angesehen, deswegen habe ich es mir jetzt mal geholt und dann mal halt zum Gucken. Ja, weil die Vögel aus dem Boden. Verdammte Axt, das darf nicht wahr sein. Ja, oh nein. Ich bin raus. Das ist mir im Ernst. Das ist mir zu dämlich. Kein Bock mehr.